Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus: Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben in der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt. Blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil an Guten erhalten hast. Lazarus aber nur schreckt es. Jetzt wird er dafür getröstet. Du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Jesus. Meine Lieben, es geht um die Unbelehrbarkeit der Herzen. Und die begründet darin, dass ein Mensch nur auf sich selbst zentriert ist, auf seine Wünsche und Vorstellungen, auf die Art, wie er heute ist. Mich ändert keiner, zum Beispiel so in die Richtung. Weil ich bin, wer ich bin, und wer mit dem nicht zurechtkommt, der hat halt ein Pech gehabt. Und das ist auch so, ab einem gewissen Alter sagt einem ja auch niemand mehr, was man nicht richtig macht. Oft auch deshalb, weil man eben auch eine Art an den Tag legt, die von vornherein den anderen ja, signalisiert: Mir brauchst du nicht sagen, wir es besser machen. Und dann kommt natürlich auch die Frage dazu: Wie viele Menschen sind wirklich dazu bereit, eine Belehrung auch anzunehmen und zu befolgen? Kritik ist nicht Werkzeug der Herabwürdigung des Nächsten, sondern der ehrliche und gutwillige Versuch, ihm das Leben besser zu machen. Aus Liebe.
Oft wird Kritik missbraucht. Und wie viele Menschen, die haben einen Fehlschlag nach dem anderen. Und viele würden sich denken, du, untereinander redet man es ja auch, wie unter das Glaube, weil dieses oder jenes nicht passt. Es ist logisch, dass es nicht funktionieren kann. Aber niemand sagt es. Eigentlich Vorwegnahme der Hölle des reichen Priesters, der in sich abgekapselt ist und der eigentlich dann verzweifelt ist, weil man nicht, weil er merkt, es funktioniert so nicht, aber nicht drauf kommt, warum. Und der andere sagt, selber schuld, der muss selber drauf kommen. Und wenn er da nicht selber drauf kommt, hilft das auch alles nichts. Ich denke, niemand kann sagen, ich bin nicht davor gefeit. Aber wenn ein Mensch wirklich bemüht ist, ehrlich auf das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen, sich belehren zu lassen von Gott selbst, der wird diesen Panzer durchbrechen. Der wird auch dieses immer wiederkehrende Versagen durchbrechen, weil er lernt, sich belehren zu lassen und neue Wege, sich von Gott oder auch durch Menschen, die Werkzeug Gottes sind, sich sagen zu lassen. Aber es gibt immer diese Offenheit. Und wenn wir jetzt auf den reichen Priester schauen und ihn uns selbst mit ihm vergleichen, so ist es auch für uns wichtig, den nächsten wahrzunehmen. In seinem, so wie er ist, in dem, was braucht er von mir, Rücksicht zu nehmen. Wie kann ich ihm das Leben leichter machen? Was stellt er sich vor? Was braucht er? Was will er? Wie kann ich ihm helfen? Mehr von anderen als von sich auszugeben. Dass wir nicht so sind wie der reiche Prasser, vor dessen Haustür der arme Lazarus verhungert. Das ist, denke ich, wichtig. Im Umgang der Christen untereinander in einer Pfarre. Diese gegenseitige Empfindsamkeit. Wie wir miteinander umgehen. Und erst, wenn wir eine wirklich eine liebende Gemeinschaft sind, dann können wir auch gemeinschaftlich hinausgehen und schauen, wo ist der Lazarus, den Gott uns vor die Tür legt, und dem gemeinsam helfen. Es gibt sicherlich genügend. Ich denke, es beginnt oft mit der Kritik, die falsch angebracht wird, durch die Herzen sich gegenseitig voreinander verschließen und sich gegenseitig den Weg zueinander versperren. Wenn wir wirklich Gott lieben, auf sein Wort hören, dann werden wir einander lieben, dann werden wir auch als Pfarre, als Kirche, diese Liebe Jesu Christi nach außen wahrnehmbar machen.